Willkommen zurück zu einer neuen Runde von Pokémon, oder Pocket Monsters Green. Ich spreche sehr schön japanisch aus, genau. So, ich muss aufpassen, ich habe jetzt hier etwas die Position geändert, weil nämlich, es ist ein neuer Tag, ich nehme diesmal etwas früher auf, dementsprechend auch die Lichtverhältnisse. Eigentlich soll ich den Rollladen runterdrehen, tue ich aber nicht. Da seht ihr mich im Hintergrund, oh mein Gott, das ist so nostalgisch. Komm, da tun wir was. Ich glaube, das hilft eher weniger was. So. Ich glaube, ihr seht mich immer noch. Dann müsst ihr halt damit leben, oder? Kann ich da nicht noch was machen? Ja, das ändert alles nichts. Ich hoffe, wir bleiben nicht allzu lange im Dunkeln. Aber ich bin da recht optimistisch gestimmt. Ja, das ist mal wieder so ein Weg, auf dem absolut gar nichts passiert. Skandal. In Pokémon-Spielen darf auch mal gar nichts passieren. So. Ja, wo sind wir denn hier jetzt? Ich weiß es nicht. Heilung ist das Wichtigste. Wir legen jetzt gleich mal ein Pokémon ab, weil ich nehme nämlich ein Pokémon in mein Team auf. Genau. Und ich muss hier wieder mein Dokument rauskramen. Mit all den tollen, hilfreichen Übersetzungen. Seien sie hilfreich oder nicht, das ist mir eigentlich egal. Wo ist es denn? Wo habe ich denn den Mist hingelegt, du? Ich sollte vielleicht auch mal mit meinem Akzent aufhören, weil es ist so gefaked. Schaut mal an, mein Schrank ist so vollgepackt, dass das ganze Zeug mittlerweile nach hinten fliegt. Ich muss mich da mal dringend drum kümmern, dass ein bisschen mehr Ordnung reinkommt hier in meine Akten. So. Weil das brauche ich nämlich gleich, um ein neues Item zu kaufen. So, und das legen wir ab. Ich glaube, das ist Parasu. Ich meine, es hat tatsächlich einen relativ ähnlichen Namen zum Deutschen. Pipi können wir nicht ablegen, aber das können wir ablegen. Und wie wir das ablegen können. So. Weiter im Kontext. Wir gehen jetzt erstmal in das Kaufhaus. Oder nee, ich glaube, ins Apartment müssen wir. Und das ist das Apartment. Wer hätte es gedacht? So sieht ein Apartment aus. So. Ich meine, von dieser alten Dame kriegen wir auch was Wichtiges, und zwar einen Tee. Oder? Oder auch nicht. Nee, ich glaube, in diesem Spiel müssen wir ein Getränk kaufen. Später dann. Oder für später, eher gesagt. Ich glaube, das ist auch das Haus, wo man seinen Pokédex vorzeigen kann. Es gibt ja immer wieder diese eine Stelle im Spiel, wo sich Game Freak selbst... Ja, genau da. Da könnt ihr hingehen, wenn ihr den Pokédex voll habt, kriegt ihr das tolle Zertifikat. Das ging ja damals noch recht gut. Weil es ist ja nämlich so, dass Game Freak sich bis in die 7. Generation immer selbst ins Spiel einprogrammiert hat, was unfassbar witzig ist. Und ich glaube, ich habe den falschen Weg gewählt. Oh Gott. Was hätte ich schon tun müssen? Ja, ich sehe schon, ich glaube, da gibt es einen Hintereingang, den wir nehmen müssen. Aber Hauptsache, ich habe euch das jetzt hier mal gezeigt, weil es ist durchaus cool. Wenn ihr es cool findet. So, dann gehen wir mal nach hinten. Ich meine, wir müssen hier auf den Zerschneider setzen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das sieht man auch schon in den Hintereingang. Das ist übrigens auch die Stadt, wo man Porygon bekommen kann, wenn man Münzen verdatteln will. Das kann ich ja mal schön demonstrieren. Ich hoffe, dass das Video dann nicht ab 18 automatisch eingestuft wird. Ich glaube, ich habe den Detektor gar nicht eingesammelt, aber das ist jetzt auch egal. Wie, kein Item hier? Das wäre eigentlich hier wieder mal prädestiniert gewesen für ein Item.
Ach, man kann sich auf nichts mehr verlassen. Also seht, ich habe auch mittlerweile wieder deutlich bessere Laune als gestern. Es hat einfach immer wieder stressig, aber ich habe halt sonst nie Zeit für diese ganzen Aufnahmen. So, dam, 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 dam. So, genau. Du bist hier, wer nochmal? Keine Ahnung. Halt, ein Irgendwer, genau, ein Irgendwer. So, her damit. Wir erhalten Evoli. Evoli, muss ich das großartig erklären, das ist ein ganz besonderes Pokémon. Es kann sich nämlich in drei verschiedene Ausprägungen in diesem Spiel weiterentwickeln. Später kamen nochmal fünf dazu. Die Evolutionen, das war tatsächlich anfangs ein Fanbegriff, wurde dann allerdings später offiziell von Nintendo und Game Freak so übernommen. Aber weil es so gut passt, ist es so ein tolles Kofferwort aus Evoli und Evolution. Ist ja auch das Pokémon, das unsere Rivale auswählt, wenn wir jetzt hier beispielsweise nicht Pokémon Grün spielen würden, sondern Pokémon Gelb. Und in Pokémon Let's Go Eevee ist das ja unser Starter-Pokémon. Ein Spiel, das ich vielleicht auch irgendwann mal spiele. Was ich nicht garantieren will, aber es ist durchaus gut. Ist nicht schlecht. Alles nicht schlecht hier. So, jetzt muss ich aufpassen. Wir brauchen einen Feuerstein. Ja, das ist sehr wichtig. Nur die Frage ist, wird er hier schon verkauft? Ja, also hier kann man TMs kaufen. Das ist eigentlich auch ganz cooler Service soweit. Also es gibt ja auch in jedem Pokémon-Spiel mindestens ein so ein Kaufhaus, das etwas größer ausgelegt ist. Gut, erhalten wir ein Werbegeschenk. Das heißt drum, oh mein Gott, Videospielkonsolen, meine Güte, wahrscheinlich wieder mal SNES oder Super Famicom. So, jetzt muss ich aufpassen. Das müsste doch der Feuerstein sein, oder? Sieht danach aus. Aber ist nicht das allergünstigste Font ausgewählt. 2100 wollen die dafür. Ja gut, dann ab dafür. Ich hoffe, wir behalten recht. Ansonsten speichere ich hier einfach nochmal ab. Ich hätte eigentlich davor speichern müssen, aber gut. Was tut man hier alles? So. Ja, wird schon mal akzeptiert. Dann friss Feuerstein. Ausgerechnet dann, wenn man sich entwickeln will. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ja, es ist Flamara. Sehr schön. Weil das braucht man nämlich mehr als je in dieser Stadt. Also ich kann das großartig Feuerattacken? Nee, kann es natürlich noch nicht, weil es muss ja noch... Oh Gott. Habe ich mir überhaupt notiert, was es hier so lernt? Das ist auf Level 31 Glut, oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Hast so ein Mist. Ja gut, dann muss ich mal schauen, gibt es irgendwelche... Ach, da hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Gibt es vielleicht irgendwelche VMs? Oder TMs eher gesagt, die man lernen kann? Prismania City... So, was kann man denn hier schon Schönes kaufen? Da muss es doch irgendeine Feuerattacke geben. Sieht da gar nicht so gut aus. Ja, da könnte ich mich jetzt durchaus verkalkuliert haben. Man kriegt hier Eisstrahl. Okay. Nun gut, wir werden wahrscheinlich jedes Rocket Ding Center zuerst machen. Dann sollten wir schauen, dass wir schleunigst bis Level 31 kommen.
Glut erst auf Level 31. Sag mal, spinnt ihr? Das ist ja abnormal. So. Gut, dann kann ich euch ja die Spielhalle mal zeigen. Zuvor muss ich allerdings schauen, wo wir den Korb nochmal bekommen. Vom Spielsüchtigen, der mit Geld nicht umgehen kann. Also seht schon, ist so ein bisschen so eine beherrschte Stadt von Team Rocket. Ja genau, der gibt uns ja den Münzkorb. Mit dem können wir ein bisschen zocken. Aber das wollen wir nicht. Und deswegen werde ich dieses Item auch ganz, ganz schnell wegwerfen. Aber zuvor gehen wir mal in die Spielhalle. Müssen wir eh rein. Ist eh gut. Er hat auf jeden Fall auf Level 27 Ruckzuckhieb, was nicht schlecht ist. So. Also normalerweise könnte man sich hier am einarmigen Bandit versuchen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kaufe mir jetzt einfach mal so demonstrativ ein paar Münzen. So, und die kann man entweder dadurch vervielfältigen, dass man sich noch mehr kauft, oder sich einfach hier am Zocken versucht. Ja, vergiss es. Damit will ich nicht meine Zeit verschwenden. Wenn ihr allerdings Porygon haben wollt, müsst ihr das tun. Ihr seid gewarnt. So, hallo. Der behauptet natürlich, dass er nichts zu verbergen gibt hinter diesem Schalter. Wahrscheinlich jetzt nur Kratzer oder so, oder? Oder halt Tackle, das ist halt auch nichts wirklich Gutes. Wie gesagt, das wird ein verdammt langer Weg bis Level 31 werden. Müsste man sich notfalls überlegen, ob wir auch im hohen Gras mal trainieren. Ja, und wer hätte es gedacht, dahinter verbirgt sich doch tatsächlich was. Genau, so ein Eingang hier. Ich werde jetzt erstmal mich darum kümmern, dass der Münzkorb verschwindet, weil der nimmt nur unnötig Platz weg. Ist halt echt so. Im Nachhinein müsste ich mir fast schon überlegen, ob Aquana nicht die sinnvollere Wahl gewesen wäre, wenn wir so früh Eisstrahl hier bekommen. Ja, wir gehen in meinen PC rein, legen ein paar Items ab. Ja, Münzkorb brauchen wir nicht. Und was brauchen wir auch nicht? Wir brauchen das nicht. Weg mit dem unnötigen Zaster, mit dem Plunder, mit dem Krümpel. Nicht gut. Ah. Ist wahrscheinlich eingeschlafen, oder? Ja gut, dann versuchen wir es halt wieder mal mit jemand anderem. Wieder mal mit unserer tollen Lightshow, wie man sie nur einmal sieht.
Ja, natürlich ist es nicht so förderlich, wenn wir jetzt hier wieder Flamara aus dem Kampf rausziehen. Es ist halt extrem blöd. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. So, was halt nochmal Schlaf? Das heißt nicht. Okay, wir haben scheinbar nichts, was gegen Schlaf hilft. Oder das? Wobei doch, das hilft gegen Schlaf. Gut, davon haben wir auch 5 gekauft. Ha, wunderbar. So. Das ist ja das Rocket-Versteck, das noch nicht so kompliziert ist. Es gibt ja noch ein anderes, aber dazu kommen wir, wenn wir dazu kommen. Itzigato. Ja gut, gegen einen von diesen Ganoven können wir noch kämpfen. Ich überziehe den Part wieder etwas. Wird euch ja nur zum Vorteil gereicht, also daher ist alles stabil. Das schaffst du. Ach, schade. Niemand hat gesagt, es würde leicht werden. Aber wir haben ja glücklicherweise noch ein paar Beleber. Der Belleber. Könnte man ruhig noch ein bisschen mehr gebrauchen, aber gut. Was habe ich jetzt eingesetzt hier? Hä? Ist es Schutz oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich davon 16 Stück gekauft, ich Vollidiot. Scheint nicht so das intelligenteste gewesen zu sein. Und der Part ist viel zu lang, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.